Die DEU wurde 1873 von der Deutschen Evangelischen Gemeinde gegründet und war zunächst eine kleine Kirchenschule und wurde von dem jeweiligen Pfarrer geleitet. Im Laufe der Geschichte wechselte die Schule ihren Standort. 1908 zog sie nach Beaulieu. Im Ersten Weltkrieg wurde sie geschlossen und erst 1930 wurde die Schule nur kurz für 9 Jahre geöffnet. 8 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg kam es 1953 zur Wiedereröffnung in Samene. Da die Schule im Laufe der Zeit auf mehrere hundert Schüler anwuchs, wurde sie 1977 nach Douai umgesetzt. If I had the chance to go to Deo, I wouldn't do it. Die Schule ist unser zweites Haus. Ich finde die Deo ganz toll. Mir gefällt die Schule sehr. Deo ist eine schöne Schule. Oder vielleicht die beste Schule. Beste Schule. Weil es Spaß macht für die Freunde. Alle sind hier halt Freunde. Es herrscht hier eine schöne Harmonie. Ich bin eigentlich schon am zweiten Tag sehr gut hier eingelebt. Ich fühle mich hier so unglaublich wohl. Wir haben 1200 Schüler. Dass es sich hier um eine Begegnungsschule handelt, was bedeutet, dass wir hier sowohl ägyptische als auch deutsche Schüler haben? Es ist interessant zu erfahren, von wo sie kommen und was für Interessen sie haben. Ich finde es schön, dass es so lebendig ist. Alle Talente haben an der DEO einen Platz. Außerdem ist die DEO einer der begehrtesten Schulen in ganz Ägypten. Wir lernen 4 Sprachen an der DEO. I teach English at the DEO. Alors, je suis un prof de français à l'école DEO. Ganz tolle Menschen kennengelernt und bin darüber sehr glücklich. Sehr vieles von der Schule gelernt, selbstbewusst. Wir sind sehr verantwortlich. Ich bin immer noch im Kontakt mit meinen Freunden. Also mir gefällt die Schule auch, weil sie ein großes grünes Gelände hat. Eine sehr große Schule. Dass es die Sportler unterstützt. Also ich bin die Frau Hartmann aus der Bibliothek und gleichzeitig leite ich das Sozialkomitee. An der DEO bin ich seit 20 Jahren. Im Jahre 2011, als die sogenannte Revolution war, war ich natürlich mittendrin, weil ich mich durchaus als Ägypterin fühle. Das ist sehr chaotisch in Ägypten, aber mir gefällt es hier wirklich.
Chance hätte, diese Schule zu wechseln, dann würde ich das nicht machen. Wechseln würde ich das nicht tun. Würde ich das nicht tun? Würde ich das nicht tun. Wir gehen nicht mit einem Kamel zur Schule. Also, das war's.